So, da bin ich wieder. Genau, dann schauen wir doch jetzt mal, was hier so im Garten abgeht. Ich bin mir aber immer noch nicht ganz sicher, ob ich wirklich das zuerst mache oder nicht doch mal außenrum. Aber ich glaube, wir versuchen es einfach mal jetzt hier rum. Aber ich muss trotzdem noch nach da hinten, weil da gibt es nämlich noch ein bisschen Stuff. Ich glaube, das Einzige, was halt ist, hier ist, glaube ich, nur ein Klicker. Und das da oben sind so Runner. Deshalb, weil die Olle da unten, die hat mich nämlich bisher sonst gekriegt. Das war ein bisschen Kacke. Aber vielleicht kriege ich die mit dem Jagdgewehr. Bleiben Sie stehen, Lady. Bleiben Sie stehen. Ma'am? Ja. Shit. Scheiße. Nein. I swear to God, ey. Sieh nach, ob du was findest. Hast du gesehen? Die habe ich voll erwischt. Gehen wir weiter, Kleine. Ja, danke. Und? Wo ist der Rest hin? Die steckt einfach in der Wand. Okay. Okay, ich glaube, hier im Garten ist nämlich sonst keiner. Was ist das für bedrohliche Musik? Ich mag das nicht. Okay, Flaschen habe ich anscheinend noch genug. Einen Stein. Beziehungsweise, ich habe jetzt einen Stein und dafür keine Flaschen mehr. So. Okay, da hinten sind welche. Habe ich jetzt eigentlich. Was habe ich denn hier jetzt eigentlich noch? Okay, da nehmen wir mal lieber das Schrotgewehr mit. Ich glaube, damit komme ich weiter, als wenn ich hier jetzt Pfeil und Bogen irgendwie versuche. Okay, warte. Hat der Typ mich gesehen? I don't know. Aber. Sackgasse. Ja, ich weiß. Zurück. Ich will ja da. Durch die Ja, Hinterhöfe. aber ich will hier. Nee. Jetzt wart's doch mal ab. Ich hab schon einen Plan. Vertrau mir einfach. Ist vielleicht kein guter Plan, aber es ist ein Plan. Wenn ich auch eine Waffe hätte, könnte ich auch ein paar erledigen. Ja, Ruhe, ich Klappe weiß. halten! Lusttyp kommt wieder raus. Hä, wo ist er jetzt hin? Bin ich blöd? Eins, zwei, drei. Hä, wie ist der wieder nach da hinten gekommen? Bin ich bescheuert? Das gibt's ja nicht. Alter, ich hab fucking dreimal auf den geschossen. Meins. Okay. Dann gehen wir mal mit den Leuten hier die Garage ausräumen. Denn das nehme ich mit, das hätte ich gerne. Sir, haben Sie was für mich? Ah ja, danke schön. Ich glaube,
hier sind, dann nehme ich jetzt keine mehr, weil so weit bin ich nämlich auch beim letzten Mal gekommen. So, okay. So, da haben wir ganz viel Stuff. Das nehme ich mit. Das nehme ich alles mit. Hier ist jetzt, glaube ich, nichts weiter. Dann gucken wir mal, was hier noch so abgeht. Mülltonnen. Eine Flasche. Hier geht es nicht rein. Ah ja, hier ist noch ein bisschen was. Das nehmen wir doch gerne mit. Ach so, stimmt. Ja, verdammt. Ich kann mich immer nicht entscheiden. Ich glaube, ich nehme doch lieber den Stein mit. Okay. Gut. Okay, dann gehen wir mal hier hoch. Oh. Huh. Oh, die hätte ich vielleicht von hier oben irgendwie. Naja, egal, jetzt habe ich es ja eh schon geschafft. Okay. Ich habe nämlich beim letzten Mal, bin ich nämlich außen unten lang, habe hier unten alle weggemacht, habe die ganzen Häuser ausgeräumt und bin dann hier an diesem Zaun gescheitert. Also was heißt, an dem Zaun bin ich jetzt nicht gescheitert, aber ständig ist diese blöde Klickerrolle gekommen und hat mich irgendwie gepackt und ich glaube, ich hatte kein Messer oder so. Das, ja, das war ein bisschen scheiße. Und deshalb, okay, deshalb speichere ich jetzt einfach gleich mal. Ich traue der Sache hier nicht. Okay. So, genau, da unten haben wir ja eh alles angeschaut. Dann gehen wir mal in dieses vertrauenserweckende Haus. Okay, hier scheint niemand zu sein. Aber das muss nichts heißen. Zumindest höre ich jetzt erstmal auch keine ekelhaften Geräusche mehr. Ah, noch ein Stein. Ah, mehr Stuff. Ja, das nehme ich alles mit. Oh, was? Ich habe noch nicht genug Sachen, um irgendwas zu verbessern. Das ist ja blöd. Was ist das denn für ein Unfug? Scheint niemand irgendwo zu sein. Dann gehen wir mal auf die Toilette. Ach, kein Klopapier mehr da. Das ist schon ganz schön realistisch. Und da wir jetzt 2021 haben, weiß auch jeder, wovon ich rede. Ich höre da verdächtige Geräusche. Ich finde das nicht okay. Oh, was ist das? Was hier? Firefly-Anhänger. Anhänger der Vermittler, ja, okay, das wissen wir schon. Peter Rotzi. Rotzi, hier, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, I'm sorry. Verdammt. Schon wieder. Ich falle immer wieder drauf rein mit der Flasche. Ich sehe irgendwas Glänzendes und denke mir so, geil, das muss ich mitnehmen. Ich bin einfach gestrickt. Ah, oh, das kann ich nicht mitnehmen. Schade. Das auch nicht. Verdammt. Okay. Aber ich hätte es doch so gern. Okay. Na gut. Aber die leuchtet so hell. Wieso kann ich... Mann. Unfair.
Ich dachte gerade, ich habe irgendwas gehört. Okay, also in dem Haus ist nichts. Er hat gemeint, wir müssen durch die Hinterhöfe. Beziehungsweise da hinten wieder zurück. Zurück wäre ja hier. Okay, guter Mann, wo müssen wir denn jetzt hin? Hier lang? Aber da ist Buschwerk, da kommen wir nicht durch anscheinend. Okay. Oder wait, hätte ich vorhin auf das Haus draufklettern müssen? Aber nee, dann wäre ich ja bloß bei denen auf der Garage einfach gewesen. Da wäre ja irgend sowas. Wäre ja nichts abgegangen hier. Außer. Nein, das springt direkt drüber. Da komme ich auch nicht hoch. Da komme ich auch nicht lang. Okay. Ja, gut, wir kommen hier nicht weiter. Spiel vorbei. Okay. Achso, aber hier kommen wir lang. Ah. Ah, da war ich hier vorhin schon? Nee. Aber die haben auch irgendwie. Aha. Doch, da geht's lang. Aha. Sie ist von drinnen verriegelt. Na toll. Wie wäre es denn damit? Was? Die Katzentür? Joel, das ist dein Ding. Was? Die Katzentür? Ah. Sei sehr vorsichtig. Na klar. Oh. Vielleicht wäre eine Waffe echt nicht schlecht. Okay, ja. Bill. Ja, ich muss auch sagen, ich finde es eigentlich auch nicht verkehrt, wenn sie eine Waffe hätte. Sie haben uns nicht gesehen. In Deckung bleiben. Vorsichtig. Wo denn? Ich sehe sie nicht. Wait, doch da. Aha, okay. Ich sehe sie. Ja, und nu? Müssen wir da in das Haus rein? Wahrscheinlich, okay. Okay, also wir könnten... ganz, ganz vorsichtig da vorbeischleichen, probably. Ich meine, ich würde vielleicht auch voll gerne so einen Molotow-Cocktail schmeißen, aber das Dumme ist halt, ich weiß halt nicht, ob ich den nicht vielleicht später nochmal irgendwie besser verwenden kann. Und da man da so viel Alkohol und Shit braucht, wie für ein Medikit, und ich halt auch Medikits brauche. Oh nein, da ist auch noch einer. Oh, fuck, Alter. Leck mich doch am Arsch. Das gibt's ja nicht. Scheiße. Ich hoffe, ich bin hier überhaupt richtig. Das Dumme ist halt auch, ich habe halt auch nur ein Messer. Finde ich auch ein bisschen unfair, ne? Dass ich hier so krass schleichen muss und die anderen, die sind hier wie so zwei Elefanten hinterher, so tropp, tropp, tropp. Und die werden nicht gehört. Okay, scheiße, den muss ich irgendwie weglocken.
Nein! Oh, ich bin dumm. Fuck. Hallo, ich bin bescheuert. Okay, das war jetzt der beste Plan, den ich hatte. Ja, das war natürlich dumm. Ich habe gedacht, ich komme hier auf der Treppe weiter, aber Treppe sagt nein. Na gut. Ah, so dämlich, ey. Ich hätte mich einfach nur... Ah, Mann, das ärgert mich ein bisschen, aber okay. Familienfotos. Pokale. Oh Gott. Habe ich mich jetzt erschreckt? Dabei ist es der Typ. Oh. Klebeband. Kann ich... Nein, kann ich nicht. Verdammt. Okay, jetzt habe ich aber zumindest habe ich genug Klebeband. Erstmal. Ich glaube, man kann nie genug Klebeband haben. Okay. Aber dann hätten wir das schon mal. Gibt es hier noch irgendwas? Pillen vielleicht, eventuell. Nein. Okay. Okay. Und okay, los, hoch jetzt. Aufs Wohnmobil und rüber. Nein, warte. Warte, warte, warte. Was willst du von mir? Hä, aufs Wohnmobil rüber? Okay. Ah. Oh, ein Baumhaus. Was, das Baumhaus? So, nee, das Wohnmobil. Hä? Nein, aber ich kann mir schon denken, wer den Weg nutzen könnte. Die Schule ist hier nebenan. Gehen wir rein. Ja, warte mal. Warte, warte, warte. Ich muss hier erstmal alles untersuchen, weil vielleicht gibt es hier Stuff, den wir gebrauchen können. Verdammt. Oh. Das nehme ich mit. Und eine Flasche Wein. Das ist auch gut. So, wait. Also, hier ist noch nichts. Hey, Joel! Ja? Was geht ab? Was ist? Ah. Nee, warte. Hilf mir hier mal kurz. Ja, ja. Ich muss aber erst... Warte, ich muss erst dieses Haus ausrauben. Das geht jetzt noch nicht. Ich muss erst mal gucken, was hier so abgeht. Und ob hier irgendwelche Sachen sind, die ich gebrauchen kann. So wie hier zum Beispiel. Siehst du? Hat sich schon gelohnt. Hat schon abgefahren, wenn man sich so überlegt, dass da halt mal Familien gewohnt haben und so. Oh. Tagebuch eines Jungen, 4. Oktober, jetzt ist es offiziell. Die Schule bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Also ist dieser Ausbruch doch zu etwas gut. Keine Schule, keine Hausaufgaben. Also mir passt das gut. Also was soll ich mit der ganzen Freizeit anfangen? 5. Oktober, Mom und Dad haben gestritten. Irgendwie... Ach, verdammt, ich habe die Pflanze immer noch im Fernseher stehen. Haben sie gleichzeitig geflüstert und sich gegenseitig angeschrien. Offenbar will Mom weg zu ihrer Schwester. Dad sagt, es sei hier sicher und dass der Ausbruch unsere Stadt nicht erreicht. 6. Oktober. Dad hat mich angebrüllt, weil ich Radio gehört habe. Er sagt, die Nachrichten seien Unsinn. Mom hat ihnen zugestimmt und eine tapfere Miene aufgesetzt. Aber ich merke, dass sie Angst hat. Sie haben beide Angst. 7. Oktober. Ich glaube, Dad hat ein schlechtes Gewissen wegen gestern. Gadget hat in meinem Bett geschlafen und Dad hat nichts dazu gesagt. Er kam rein, hat ihn gestreichelt, gesäuft und ist wieder verschwunden. So habe ich ihn noch nie erlebt. 10. Oktober. Letzte Nacht hat Dad Mom getröstet. Tante Karen ist tot. Das habe ich jedenfalls gehört, glaube ich. Beim Frühstück waren alle ganz ruhig, als ob nichts passiert wäre. Ich habe mitgespielt. 15. Oktober. Officer Jones kam vorbei und hat sich mit Dad unterhalten. Naja, eher geflüstert. So etwas passiert derzeit öfter. Danach hat Dad uns gesagt, dass wir die Stadt verlassen müssen. In ein neues Heim. Das Militär beschützt uns. Ich darf nur eine Tasche mitnehmen. Mom saß einfach nur da. 16. Oktober.
Da, wo wir hingehen, sind keine Haustiere erlaubt. Wir sind mit Gadget an den Stadtrand gefahren. Ich habe ihm sein Halsband abgenommen und ihn laufen lassen. Auf der Rückfahrt sagte Dad ständig, dass es ihm gut gehen werde. Er gehört in die freie Natur. Schon klar. 17. Oktober. Es ist soweit. Dad sagt, wir wären bald wieder zurück. Ich glaube, er lügt. Ja, ich glaube auch. Beziehungsweise, ich glaube, wahrscheinlich hat der Vater das wirklich gedacht, dass sie bald wieder Hey, zurück sind und hast du dass kurz das Zeit? bald wieder vorbei ist. Ja, was Nicht gibt's jetzt, denn? Ellie. Oh, verdammt. Okay. Hey! Ich hab gesagt, was gibt's denn? Was sind das denn hier für Methoden? Ein Baby. Okay. Da geht's nicht auf, okay. Gut, was können wir dann noch herstellen? Das könnten wir verbessern, aber ich muss erst mal gucken. Ich glaube, ich hätte. Jetzt glaube ich lieber, wir hätten auf jeden Fall noch einen Molotow-Cocktail. Und das ist, glaube ich, nicht so verkehrt, wenn wir da auf jeden Fall noch eine hätten. Ah, okay, da haben wir jetzt die ganzen Klingen aufgebaut. Okay. Was? Öffne das Garagenmöbel. Ja, weiß ich doch. Ich musste doch erst doch hier alles mitnehmen. Die Leute brauchen das eh nicht mehr, also. So, da bin ich. Was ist jetzt los hier? Gott, das macht alles immer so einen Krach und ich denke mir so, boah, die Klicker hören das doch alle. Was habe ich gesagt? Da ist der Truck. Ragt aus der Schule raus. Na los. Okay. Ja, das wird nicht gut gehen. Okay, ich höre noch nichts. Ich habe auch noch nichts gesehen. Da hinten sind einige. Wir müssen leise sein. Da, okay. Müssen leise sein, okay. Oh, scheiße, ich hasse das, ne? Ah, das. Ach Gott, die sind ja überall. Leckt mich doch am Arsch. Zum Fick. Aber das sind keine. Sind das Klicker? Nicht alle wahrscheinlich, oder? Ich liege nämlich eher wie diese Runner. Okay, wie kommen wir denn da hin? Gerade ein bisschen überfordert. Okay, da kommt jetzt einer. Was ist denn das jetzt hier? Ich habe das Gefühl, ich höre hier irgendeiner so hinter mir. Ich möchte das nicht. Da. Ey, es war so klar, ne? Das ist diese Olle hier. Vielleicht sollte ich auch schießen. Na, wenigstens kann man die so angreifen. Huh, okay. Gut, dann nehmen wir das hier mit. Und das hier. Wir müssen leise sein. 2 Sekunden später alles vorbei. Okay, aber ich glaube. Gut, wir können uns ja trotzdem leise vorbeischleichen. Also. Jetzt für den Rest des Weges. Ja, ich glaube, wir müssen wahrscheinlich hier lang. Ich schätze mal den Pfeil hinterher. Okay. Muss mal ein bisschen die Lausche aufsperren. Okay, ich höre nichts. Und die ducken sich auch nicht. Das ist eigentlich, glaube ich, ein ganz gutes Zeichen, dass hier nichts ist. Ellie, lauf! Lauf! Scheiße!
Okay. Aber woher kommen die denn alle plötzlich? Das gibt's ja nicht. Also ich muss sagen, es ist vielleicht jetzt nicht so die effektivste Methode, aber ich finde... Aber zumindest kann ich wenigstens mit den Fäusten noch gegen die kämpfen, nicht so wie bei den Klickern, wo das nicht mehr geht. Einfacher als gedacht. Ja, sag das bitte nicht. Wir sollten nichts riskieren. Wie kommen wir rein? Da liegt eine Leiter auf dem Bus. Hilf mir da hoch, dann hole ich sie. Okay. Hauptsache springt jetzt nicht gleich einer hier hinten aus dem Bus raus. Sei vorsichtig da. Danke, Bill. Die mögen sich. Okay. Alles okay. Wir müssen nur zur Motorhaube kommen. Ja, wenn es sonst weiter nichts ist. Hört ihr das? Sie kommen. Schnell, ja. Okay, wir gehen schnell rein. Wir holen uns die Batterie und wir machen, dass wir hier wegkommen. Oh Mist! Hä? Die drücken gegen den Zaun hier drüben. Ja, what the fuck? Was soll ich machen? Was ist los hier? Wir müssen da rein, um an die Batterie zu kommen. Los, Bill! Ich hab's! Durch das Fenster! Schnell! Ja, der komm. Ah! Joe, da kommen wir rein! Ja, ich weiß. Ich würde ja auch gerne da rein. Nein! Oh. Los, komm! Ii! Das wird nicht halten! Bill, jetzt beeil dich! Was? Es ist leer, verdammt! Scheiße. Wohin? Bill, wohin? Erstmal weg hier. Oh, fuck, ey. Komm mit. Ah, komm, das gibt's ja nicht hier. Was für ein Scheiße. Hallo, können wir vielleicht schneller gehen? Wir schleichen uns hinten raus. Oh Gott. Wo hinten raus? Wo hinten raus? Scheiße. Ja, okay. Fuck, Ach komm. Mann. Okay. Okay, warte. Scheiße. Ach komm, leck mich am Arsch, ey. Okay, ja, das war nicht so ein guter Plan. Fuck, hä? Ey, ohne Scheiß. Oh, Wahnsinn. Okay. Es wäre halt geil, wenn er vorgehen würde, weil ich habe nämlich keine Ahnung, wo ich hin muss. Also auf jeden Fall schon mal nicht in die Richtung. Okay, warte mal, das ist ein Klicker, das ist ein Runner, ne? Okay. Okay.
Okay. Komme ich die Treppe... Muss ich die Treppe hoch? Wahrscheinlich, oder? Ich habe keine Ahnung. Okay, es funktioniert nicht. Ja, my friends, ich weiß nicht, was ich hier sonst für eine andere Taktik habe. Die Olle hört, ja doch, die hört mich ja. Beziehungsweise sie sieht mich ja dann auch. Hier, warte. Nein! Oh. Okay. Ich... Nee. Okay. Okay, wie mache ich das am dümmsten? Er hat gemeint, wir müssen irgendwie hinten rumschleichen, ne? Also eigentlich... Was ist denn das für Geräusche? Okay, jetzt finde ich es ein bisschen funny. Aha. Na toll. Ah, Mann. Mist. Ah, das ist so blöd. Okay, also irgendwie, wenn ich... Also, I don't know, ne? Aber irgendwie, wenn ich... Also, die kommen dann auch so von oben irgendwie angesprungen. Okay. Warte, jetzt muss ich mal kurz gucken. Also, da oben ist einer, da hinten ist einer und da ist so eine Olle. Oh, ich weiß auch nicht, ich würde halt am liebsten... So. Das ist jetzt vielleicht echt nicht so die allerbeste Idee. Aber ich glaube, es ist vielleicht jetzt auch gar nicht so verkehrt, wenn ich hier loswerde. Einfach weil. Was geht denn da mit den Spinden ab? Fuck. Okay, da oben ist noch einer. Okay. So, der ist da oben. Ich glaube, wir müssen nach da hinten irgendwie. Oder? Weil hier kommen wir nirgendwo lang. Okay, dann... Ja, ich glaube, die Treppe komme ich nicht auch nicht hoch. Aber Dude, kannst du mir nicht so ins Ohr keuchen, bitte? Okay. Da kommen wir nicht lang. Wir müssen hier lang. Oder? Oh nee. Drei. Oh geil, das ist ein Baseballschläger. Fuck, Scheiße. Nein! Ah, das gibt's da nicht. Ah, fuck, ey. Ich hasse das, dass die Olle irgendwie mich immer irgendwie von hinten so fast kriegt. Nervig, ey. Oh nein, jetzt muss ich den ganzen Kack nochmal machen. Ja, was für ein Scheiß. Okay. 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 Ja. Okay, Leo, du kriegst es hin. Also. So,
So, beide und Baum. Okay, so. Oh mein Gott! Fuck, wir müssen an denen vorbei. Okay, warte kurz. Ein kleiner Snack für mich. Oh Gott, ich habe so Herzrasen gerade. Und die halbe Stunde ist schon wieder rum. Das heißt, wir machen hier erstmal ein kleines Päuschen.